Ja, Nils, was hast du angestellt? Nils hinter Gittern? Hogendorn hinter Gittern, richtig, könnte man das Video nennen. Nee, wir haben tatsächlich mal so ein albernes Foto gemacht. Da habe ich mich hinter so einem Ding gestellt. Und oh, nicht bitte, ey, da triggert mich gerade unheimlich. Ich könnte mich so drüber aufregen. Das war vor meiner Zeit. Ja, ja, natürlich. Und da fragt mich jemand, der das Foto sieht, der auch so ein bisschen Ahnung hatte. Zumindest hat er es behauptet. Was ist das denn? Bist du im Gefängnis oder was? Das kannst du ruhig sagen. Derjenige war ich gewesen. Ja. Ja. Nee, das war jemand anderes. Ach, auch das noch? Ja, ja. Ist interessant, was man alles so erfährt hier. Aber gut, komm, bevor das eskaliert. Und moin. Ja, hinter Gittern. Das ist eigentlich ein guter Aufhänger für das Video, weil es geht mal wieder um Komponentensicherung. Und Fahrrad- oder Vorderradklauen ist ärgerlich, weil ohne Vorderrad fährt kein Fahrrad. Ich habe das Fahrrad hier schon einmal auf den Kopf gestellt, weil wir werden hier eine Komponentensicherung verbauen. In diesem Fall ist es die Fitlock. Und hier haben wir eine 15 mm Schnellspann-Steckachse. Und die tauschen wir jetzt aus, weil immer wieder kam diese Frage, könnt ihr das mal zeigen? Wir haben ja auch mal diesen Kulok-Schnellspannachse vorgestellt und wie sie überhaupt funktioniert. Und jetzt bauen wir das Ganze mal um, weil es ist doch schon relativ aufwendig als im Vergleich zur Fox-Gabel. Wir haben es schon mal am Super Delight gezeigt, wie das funktioniert. Da ging es recht schnell vorne. Und jetzt gucken wir mal, wie das bei der Santur-Federgabel funktioniert. So schnell habe ich den Kulok-Adapter demontiert. Das heißt, ich kann so schnell das Vorderrad klauen und schon ist die Fahrt unterbrochen. Aber das wollen wir ja nicht. Nee. Wir sichern das, wir bereiten uns vor. Also immer wenn du eine größere Tour vorhast oder was Besonderes mit deinem Fahrrad machen willst. Das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall vor einer Fahrradreise machen würde. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du deine Tour unterbrechen musst, weil du nicht weiterfahren kannst, weil dein Fahrrad fehlt oder irgendeine Komponente dir fehlt, um weiterzufahren. Und auch in diesem Fall verbirgt sich in dieser 15 mm Steckachse eine 5 mm Achse. Eine 5 mm Achse? Ja, eine 5 mm Achse. Ach so, das ist die Steckachse, die du da rausgenommen das hast. Das ist ja das hier. Ja. So, ne? Alles klar. Ja, heute tauschen wir die aus. So, wir benetzen das wieder leicht mit Fett. Das ist auch die Zahnpastatube wieder. Ja. Tune-up. Ob du jetzt so viel nehmen möchtest, wie ich hier nehme, oder weniger oder mehr, ist dir überlassen. Ich sage immer, mehr ist besser als wenig. So, jetzt kann ich einbauen. Oh, Finger waschen, ne? Ja, muss. Ich brauche dazu gar nichts sagen. Nee? Du könntest jetzt noch sagen, boah, ist der Dickmann oder so. Oder Fettmann. Ich habe immer nur eine Hoffnung, dass das alles passt, was ich hier mache. Auch die 5 mm Steckachse leicht mit Fett benetzen. Da ist er. Ja, möchtest du auch was dazu sagen? Oder? Ja, falls du das Pitlock-System noch nicht kennst, hier siehst du einmal diesen Schlüssel, womit ich hinterher diese Steckachse abschließen kann, so gesehen abschließen kann oder auch festschrauben kann. Und wenn du so ein System an deinem Fahrrad hast und du hast zum Beispiel die Vorderradachse gesichert oder das Vorderrad gesichert, kannst du auch jederzeit, wenn du den Schlüssel hast, also den Zahlencode für diesen Schlüssel oder für diese Nuss oder für den Pit oder wie wir es auch immer nennen möchten. Wir sind heute ein bisschen kompliziert, kann das sein? Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Richtig, wobei fröhlich sind wir ja immer eigentlich. Ja, fröhlich. Also ich bin immer fröhlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du bist auch fröhlich, ne? Ja, gut. Jetzt können wir das Ganze wieder festschrauben. Am besten mit Drehmoment. Wobei unterwegs wirst du den Drehmomentschlüssel nicht dabei haben. Aber hier wird auch so gesagt, so
7 bis 10 Newtonmeter. Was nimmst du dann, wenn 7 bis 10 ist für die Range? Machst du da so einen Mittelwert oder? Genau, also ich habe jetzt tatsächlich 7 genommen. Gut. Ja, das reicht. Vielleicht hast du das schon gesehen. Ich habe hier einen Riese & Müller Charger 4 GT Vario. Und falls du den Violo schon kennst, hier ist eine normale Festachse verbaut. Das heißt, klassisch wie beim Fahrrad, wie man es vom Fahrrad kennt, mit einem 15er Ring Maulschlüssel kannst du hier das Hinterrad herausschrauben. Also kein Schnellspanner, so wie beim Vorderrad. Und auch dafür gibt es das Pitlock-System. Kannst du bekommen auf jeden Fall. Ich habe es jetzt leider nicht zur Hand, sodass ich es zeigen kann. Aber wenn du mal sehen möchtest, wie es eingebaut wird oder wie wir das einbauen, dann schreib das auch gerne in die Kommentare. Ja, und falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Abo hoch da, abonnier den Daumen. Nee, anders, war anders, ne? Ja, sag. Ja, war, ja, ich meine, okay. jeder weiß, was wir meinen. Ja. Genau. Und was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Macht nichts. Aber. Hast du, dann machen wir es so wie immer. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal und die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Ach so. Ja, gut. Ja, von mir aus kannst du das nehmen. Und falls dir das nicht reicht, dieses Video. Ja, wie gesagt, wir haben mehrere Videos, aber auch zum Thema Pitlock gibt es auf diesem Kanal ein weiteres Video, wo wir das Pitlock-System am Super Delight montieren. Guck dir das Video an oder andere Videos. Viel Spaß beim Zuschauen und Nachmachen. Ja, sind wir durch? Ja, ne? Ja, das war eine E14 sogar noch, ne? Bei dem Super Delight. Wohl auf E14. Ja, meine ich ja. Was habe ich denn gesagt?